Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal geht es um den August. Und es war für mich ein wirklich langer Monat. Ich weiß, es ist irgendwie total viel passiert im August. Deswegen wird dieses Video vermutlich auch etwas länger werden als die anderen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Es gibt einfach so vieles, was ich euch jetzt erzählen möchte, dass es ein bisschen länger wird. Angefangen hat der August mit einem Urlaub. Und das war der erste wirklich so erholsame Urlaub seit ungefähr 6 Jahren. Das hat im Wesentlichen 3 Gründe. Zum einen habe ich nichts zum Arbeiten mitgenommen. Nichts zum Schreiben, nichts zum Plotten, nichts zum Überarbeiten. Und ich habe auch kein Internet gehabt und ich habe alle Gedanken an irgendwelche Bücher ganz erfolgreich aus meinem Kopf verdrängt. Ich hatte diese Pause wirklich gebraucht und ich bin froh, dass ich sie mir genommen habe. Der zweite Punkt oder der zweite Grund war, dass wir uns diesmal keine Ferienwohnung genommen haben, sondern all-inclusive gefahren sind. Was ich auch wirklich sehr genossen habe, ist doch auch mal schön, sich verwöhnen zu lassen. Und der dritte Grund, der vermutlich wichtigste Grund, ist, dass die Kinder endlich alt genug waren, um tatsächlich bei einem Kinderprogramm mitzumachen. Wir hatten uns das Hotel bzw. die Anlage extra so ausgesucht, dass es dort auch für Kinder ab 3 Jahren ein schönes Programm gab. Und das haben die auch erstaunlich gut angenommen, die beiden Mädels. Wir mussten zwar auch immer in der Nähe bleiben, gerade wegen der Kleinen, oder sie mal früher abholen oder dabei bleiben. Aber sie haben das trotzdem schon sehr, sehr gut mitgemacht, sodass auch ich die Zeit nutzen konnte, um mal auf der Terrasse zu sitzen und zu lesen. Ja, ich habe gelesen. Ich habe in den 2 Wochen gefühlt mehr gelesen als in den ganzen 7 Monaten davor. Zahlenmäßig kommt das nicht ganz hin, aber fast. Das wird knapp. Aber zu den Büchern komme ich später. Jetzt nochmal kurz zu dem Urlaub. Es war wie gesagt sehr schön. Wir waren in Mecklenburg-Vorpommern an der Seenplatte. Das Wetter war etwas frisch Anfang August, falls ihr euch erinnern könnt. Aber es war trotzdem nicht schlecht. Und wir haben den Urlaub sehr genossen. Was mir auch gefallen hat, ist, war die Verpflegung. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich seit Anfang des Jahres leider an Zöliakie leide. Das heißt, ich muss mich glutenfrei ernähren. Wir hatten das Hotel schon vorher gebucht und waren natürlich ziemlich besorgt, ob sie es auch können. Wir hatten da vorher angerufen, die meinten, es ist ja kein Problem, aber es war jetzt eben mein erster glutenfreier Urlaub und ich war sehr gespannt, wie das klappen wird. Und ich muss sagen, es hat wirklich sehr, sehr gut geklappt. Die Bedienungen, die Leute dort und die Köche, die waren einfach sehr, sehr freundlich, sehr nett, sehr aufgeschlossen. Und haben sich auch viel Mühe gegeben, während also sich der Rest meiner Familie sowie alle anderen Leute am Buffet bedienen konnten, wurde für mich dann etwas à la carte zubereitet. Beim ersten Mittagessen war das ganz witzig, da wusste ich noch nicht genau, wie das abläuft und ich wurde einfach nur gefragt, ob ich gern Fisch oder Fleisch haben möchte. Und dann habe ich gesagt, ich hätte gern Fleisch und dann kam die Kellnerin kurze Zeit später mit einem total schön zurechtgemachten Teller mit so Kartoffelchen und Salat und Speckbohnen und da lag nochmal so ein riesiges, astreines Rumpsteak drauf. Mein Mann ist da total neidisch geworden und meinte, ich hätte auch gern glutenfreies Essen. Ja, aber das war meins und er musste sich am Buffet bedienen. Und hier habe ich euch noch ein paar kleine Essensimpressionen aus der glutenfreien Abteilung. Ja, wie gesagt, habe ich im Urlaub auch sehr viel gelesen und ihr verzeiht mir, wenn ich jetzt eine kleine Liste zur Hand nehme, weil es waren doch letztendlich so viele Bücher, dass ich mich da vielleicht gar nicht mehr daran erinnern kann, was ich alles gelesen habe. Wie ihr schon raushört, wird dieser Abschnitt jetzt etwas länger werden. Wen das jetzt nicht interessiert, also was für Bücher ich gelesen habe und wie ich sie fand, der kann dann gerne zu der eingeblendeten Zeit springen.
Dann geht es nämlich weiter mit den Sachen, die mich sonst noch im August beschäftigt haben. Aber für diejenigen, die jetzt weiter zuhören möchten, fange ich jetzt einfach mal an, meine Liste abzuarbeiten. Genau, das erste Buch, was ich zu Ende gelesen habe, das war Die Drachenlady von Elsa Summers. Ich habe ja schon im letzten Video angedeutet oder gesagt, dass es mir gut gefallen hat, dass ich jetzt angefangen habe. Und dieser Eindruck hat sich voll bestätigt. Das Finale war also wirklich sehr spannend. Es war ein sehr fantastisches Finale, was mir persönlich auch immer sehr gut gefällt. Und auch die Lösung, zu der Elisha die Geschichte geführt hat, war, wie ich fand, sehr elegant und auch absolut nicht vorhersehbar. So dass das Buch für mich ein wirklich sehr, sehr schönes Buch war. Danach habe ich ein Buch gelesen, auf das ich mich schon sehr lange gefreut habe. Und zwar ist das Jonah von Laura Newman. Ich habe mich auf das Buch gefreut, zum einen, weil ich die Bücher von Laura sowieso prinzipiell gerne lese, aber auch, weil ich gerne ihre Videos schaue und letztes Jahr im Sommer quasi ja, fast live mitverfolgen konnte, wie Jonah entstanden ist. Und weil ich ja diese Wildnisvideos, wie sie das nennt, das ist ja so eine Parzelle irgendwo auf dem Land, die ihrer Oma gehört und da verbringt sie oft den Sommer. Und dieses Buch spielt zwar in den USA, aber von der Vorstellung her eben auf genauso einer Parzelle wie der, wo Laura dann ist. Und es war einfach spannend zu sehen, wie sie das umsetzt, oder zu lesen, wie sie das umsetzt. Also, und viele Orte da drin kamen dann eben auch bekannt vor. Es hatte so einen ganz, ganz besonderen Charme dadurch, dieses Buch. Und ich hatte mich schon lange darauf gefreut, es zu lesen. Und jetzt war es endlich dabei, soweit. Ja, das Buch startet eher ruhig, also Junge und Mädchen treffen sich, sie mögen sich sofort. Es gab jetzt keinen von diesen typischen Rumgezicke, was ja manchmal auch ein bisschen nervt. Sie liebt mich nicht, ich liebe ihn, ich liebe ihn nicht. Aber es war halt kein nerviges Hin und Her, sondern es war von Anfang an klar, dass die beiden sich mögen und es war auch nicht der Knackpunkt der Geschichte. Es war wirklich sehr gut geschrieben, also wirklich so flüssig und rund, dass ich da wirklich abtauchen konnte und sich mein innerer Lektor, der in letzter Zeit häufiger sich zu Wort meldet, absolut geschrieben hat. Es war, also ich habe wirklich vergessen, dass ich einen Text vor mir habe und konnte mich voll auf die Geschichte konzentrieren. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen vom Schreibstil her. Die Handlung war logisch, auch auf eine eher ruhige, sanfte Art auch mitreißend. Leider insgesamt jetzt für mich etwas vorhersehbar. Der erste Gedanke, den ich bezüglich der Lösung hatte und den ich eigentlich als so vorhersehbar verworfen hatte, das war es dann tatsächlich auch. Aber dadurch, dass diese Auflösung tatsächlich erst ganz zum Schluss kommt und das Ganze so, ja, so gut geschrieben ist, bleibt es trotzdem spannend und interessant zu lesen. Und für mich war das dann eher so, dass ich die ganze Zeit gelesen habe und gewartet habe, liege ich denn jetzt richtig mit meiner Vermutung oder kommt jetzt noch was ganz anderes? Genau, also deswegen blieb da trotzdem eine Grundspannung erhalten. Man konnte jetzt nicht sicher sein, wie es endet. Also in einem war es eine sehr schöne Geschichte, die sich dann auch in einem Rutsch durchlesen lässt. Danach habe ich ein Abenteuer in den Highlands gelesen von Katrin Lindberg. Das war so eine locker leichte Urlaubslektüre, die jetzt auch wirklich fast kein Klischee ausgelassen hat. Weder den total gut aussehenden, reichen, erfolgreichen schottischen Burgherrn, noch die naive Praktikantin aus ärmlichen Verhältnissen, die ihn anhimmelt. Und es gab sogar den bösen Russen als Feindbild. Also, das waren also einmal die grundlegenden Klischees, waren damit bedient. Was ich jetzt aber nicht, womit ich aber nicht sagen würde, dass das Buch schlecht war. Ne? Das war halt leichte Urlaubslektüre. Der Schreibstil war sehr angenehm. Und insgesamt hält das Buch eben genau das, was der Titel und Klappentext und auch das Genre versprechen. Und die schottischen Highlands geben dem Ganzen natürlich aber nochmal eine besonders schöne Kulisse. Ich denke, die meisten von euch können das nachvollziehen. Wir finden spätestens seit Outlander oder Highlander vermutlich die schottischen Highlands alle sehr faszinierend. Genau, es war halt eine sehr schöne, flotte, romantische Geschichte. Das nächste Buch war wieder von Karin Lindberg. Das hat sich irgendwie gehäuft, weil sie auch einige Preisaktionen und Kostenlosaktionen hatte. Und weil ich ja
eben viel Zeit zum Lesen habe, einfach mich durch meine Lieder durchgelesen habe. Also ich habe mein SUB fast auf null runtergefahren. Genau, also das zweite Buch war auch von Karin Lindberg, das dritte Buch war auch von Karin Lindberg, es hieß Vertraglich verliebt. Genau, also ich habe das Buch im Rahmen einer Kosmos-Aktion geladen, habe ich mir jetzt nochmal aufgeschrieben hier, und es war von der Story jetzt wirklich hundertprozentig vorhersehbar. Aber ich glaube, das liegt einfach am Genre. Ich finde, dabei ist es eine Kunst an sich, aus einer total vorhersehbaren Geschichte doch einen Roman zu stricken, der sich angenehm und flüssig und spannend lesen lässt. Ne? Dass man irgendwie den Leser doch bei der Stange hält, obwohl die Grundidee jetzt nichts Außergewöhnliches ist. Und ich muss sagen, dass Karin Lindberg diese Kunst, den Leser zu fesseln, wirklich beherrscht. Also ich sagte, also das Buch ist wirklich toll geschrieben. Und das hat mir trotzdem etwas weniger gefallen als jetzt das Abenteuer in den Highlands, was aber vielleicht ein bisschen an der Umgebung, an der Kulisse liegt. Wie gesagt, die schottischen Highlands finde ich unglaublich romantisch und faszinierend. Und das andere Buch spielte jetzt in Shanghai und dem konnte ich jetzt einfach nicht so wahnsinnig viel Zauber abgewinnen. Danach habe ich ein Buch gelesen, bei dem ich eigentlich überhaupt nicht gewusst habe, worauf mich einlasse. Und zwar war das Atem auf deiner Haut von meiner super lieben Kollegin Eva Auget. Ich habe bisher nur die Stunde der Drachen-Trilogie von der Eva gelesen, die mir auch schon wirklich gut gefallen hat. Und ich weiß, dass sie mit den Liebesromanen auch sehr erfolgreich ist und habe mir also eben auch Atem auf deiner Haut runtergeladen. Und dieser Liebesroman war jetzt völlig anders als die vorherigen beiden, die von der Karin. Ich wusste wirklich nicht, was mich erwartet, weder vom Klappentext noch vom Cover noch von dem Beginn der Geschichte hätte ich vermutet, wie sich das entwickelt. Es ist wirklich unglaublich stark geschrieben. Es spielt also wirklich in einer ganz anderen Liga. Es ist jetzt auch kein humorvoller Liebesroman, es ist also ein dramatischer Liebesroman, so hat Eva das beschrieben, und das kann ich voll und ganz unterschreiben. Es ist wirklich stark geschrieben, emotional und auffühlend, man wird da richtig mitgenommen und auch weder in der Handlung noch irgendwie in Sprache oder Ausdruck findet man irgendwelche 0815 Elemente oder irgendwelche Klischees oder irgendwas, was vorhersehbar wäre. Also das ist ein wirklich sehr stark geschriebenes Buch und ich bin froh, dass ich darüber gestolpert bin. Ich bin sehr froh, dass ich es gelesen habe. Es gehört auch wegen der ernsten Thematik jetzt nicht zu den Büchern, die ich normalerweise lese. Da geht es halt auch um eine Frau, die irgendwie mit Krebs kämpft. Aber wirklich ein großes Lob an die liebe Eva für dieses Buch. Danach habe ich gelesen Die Schattenkriegerhexe von T.J. Sabo, oder so heißt sie, glaube ich. Auf jeden Fall ist das ein Buch aus dem Drachenmond Verlag. Es ist ein Fantasy-Buch aus dem Drachenmond Verlag. Ich bin darüber gestolpert, weil ich vor ein paar Wochen in Köln gewesen bin und dann habe ich mir nicht nehmen lassen, in die Bahnhofsbuchhandlung Ludwig zu gehen, die ja die Bücher von dem Drachenmond Verlag und auch von der Mara Wolf ausliegen hat und das wollte ich unbedingt mal ansehen. Und dort hatten sie auch so ein kleines, also ein Heftchen mit Leseproben von dem Drachenmond Verlag und die Schattenkriegerhexe hatte mich von der Leseprobe her angesprochen. Leider hatte die Geschichte jetzt mit der Leseprobe an sich eher sehr, sehr wenig zu tun und auch ansonsten. Das war das einzige Verlagsbuch, das ich in diesem Sommer gelesen habe oder in diesem Urlaub gelesen habe. Und ich muss sagen, das war mit Abstand das Schlechteste. Man kann über die Self-Publisher schimpfen, wie viel man will. Schattenkriegerhexe, das war einfach nur platt und klischeehaft. Und ich habe es gelesen, es war auch sehr, sehr kurz, ich habe es halt durchgelesen, aber an keiner Stelle konnte ich da wirklich eintauchen in die Geschichte oder da irgendwie wirklich was mitfühlen oder so. Ja, die Geschichte an sich war jetzt auch nicht neu oder überraschend oder sonst was. Wie gesagt, der Prolog spielt in den Highlands bei den Schotten. Hörte sich sehr viel verlockender und auch mystischer an, als es dann tatsächlich war. So, danach, ich bin immer noch nicht fertig, habe ich Manaloa gelesen von der Astrid Rose.
Und ich wusste da auch nicht genau, worauf mich einlasse. Ist das jetzt ein Liebesroman? Ist das ein Drama? Ist das ein Fantasy? Ist das eine Familiengeschichte? Ich habe mich davon einfach so mitnehmen lassen. Es ist auch ein sehr langes Buch und ein bisschen treiben lassen. Es ist letztendlich ein bisschen was von allem. Also es ist so ein Familienroman, so eine Familiensaga mit einer Liebesgeschichte und gewissen, ja, so Fantasy-Mystery-Elementen, die jetzt von der hawaiianischen Mythologie beeinflusst sind oder herrühren. Das heißt, es spielt ja zum Teil auf Hawaii, das Buch, und eben diese Sagen, von da spielen die Geschichte mit rein. Es war gut geschrieben, wie gesagt, ich wusste lange nicht, was es denn jetzt endlich werden wird. Es war unterhaltsam, hatte auch einige unvorhergesehene Wendungen, wobei ich mit manchen dieser Wendungen auch nicht wirklich warm geworden bin. Das heißt, es fühlte sich für mich einfach irgendwie nicht richtig oder nicht gut an. Also es hat mich so ein bisschen zwiegespalten zurückgelassen, das Buch. Es hat auch stellenweise ein bisschen eine Seifenoper erinnert. Also an einer Stelle war das ganz extrem, wo dann rauskam, dass wirklich jeder mit jedem irgendwann irgendwie was gehabt hat. Nichtsdestotrotz, es war gut geschrieben, es war die ganze Zeit interessant zu lesen, weil man einfach nicht wusste, was passieren wird. Und für Leute, die so eine Familiengeschichte, so ein Drama und mit ein bisschen Mystik gerne mögen, die machen da mit Sicherheit nichts falsch. Vor allem, weil das Buch, soweit ich weiß, jetzt auch kostenlos zu haben ist. Von daher, reinlesen lohnt es sich auf jeden Fall. Und dann kann sich ja jeder seine eigene Meinung bilden. So, habe ich da noch was gelesen? Ja, genau. Derzeit, ich bin noch nicht fertig damit, derzeit lese ich Herausgelesen von Kay Noah. Auf das Buch habe ich mich auch schon ewig gefreut, weil ich einfach das Cover schon so toll fasziniert finde, mit diesem gut aussehenden, durchtrainierten Mann, der dann aus einem Buch heraussteigt. Und das ist mein erstes Buch von der lieben Kay und das gefällt mir wirklich sehr gut. Es ist witzig und flott geschrieben. Und die Grundidee, dass jetzt Protagonisten aus Büchern in unsere reale Welt kommen, ist jetzt nicht so neu, also spätestens seit Tintenherz nicht mehr. Aber sie hat es doch sehr charmant umgesetzt und ich bin auch wirklich total gespannt, wie sie dieses Chaos, was da jetzt in unserer Welt entsteht, dadurch, dass immer mehr solcher Kreaturen, Protagonisten, Helden, was auch immer, in unsere Welt kommen, entsteht, wie sie das lösen will, da bin ich jetzt auch wirklich sehr gespannt darauf. Auf jeden Fall macht es mir viel Spaß, das Buch zu lesen und ich freue mich auf den Rest. Ja, das waren meine Bücher im August, meine gelesenen Bücher im August. Ja, ich denke, so viele werde ich bis zum Ende des Jahres nicht mehr lesen. In der Tat habe ich in der zweiten Augusthälfte auch kaum noch etwas gelesen, weil ich dafür umso fleißiger geschrieben habe. Ich hatte nämlich ein ziemlich ehrgeiziges Ziel. Ich wollte Edingard, das Vermächtnis der Priesterin, im August beenden. Herausfordernd war das Ziel nicht nur, weil zwischendurch auch Urlaub war, sondern weil das Buch ja auch immer länger geworden ist. Es ist jetzt ca. 70% länger als der erste Teil. Ja. Aber ich habe es geschafft. Hey, Edingard ist zu Ende geschrieben. Ich muss es natürlich noch überarbeiten, aber die Geschichte steht fest, sie ist niedergeschrieben. Ich feile noch ein bisschen am Ausdruck herum, vielleicht ergänze ich mal hier und da noch ein paar Sätze bei irgendeiner Stelle. Aber es ist vollbracht. Und das hat mich sehr irgendwie überrascht und überwältigt, weil auf einmal war es zu Ende. Ich habe die letzten 10 Monate komplett in Edingard verbracht. 10 Monate lang habe ich eine Trilogie geschrieben. Ich hatte immer irgendwelche Szenen, immer irgendwas, woran ich denken konnte, was ich noch ausfeilen musste. Ja, irgendwelche Sachen, irgendwas, was mich immer beschäftigt hat, rund um diese Welt, rund um Cassys Geschichte. Und dann war es plötzlich vorbei. Ich habe schon lange nicht mehr ein so abruptes Erwachen und so ein abruptes Zurückkommen in die Realität erlebt wie dieses Mal. Einfach, weil ich diese Welt so unglaublich liebe. Ich finde es so faszinierend und ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, ich sage es trotzdem noch einmal und
Bitte verzeiht es mir, ja, als Autor mag man voll voreingenommen sein, aber ich sage es einfach, wie ich es empfinde. Es ist mit Abstand das allerbeste, was ich jemals geschrieben habe. Ich hoffe natürlich sehr, dass ihr ihm zustimmen werdet, wenn das Buch erscheint. Was übrigens definitiv im November der Fall sein wird. Das Cover habe ich euch auch schon gezeigt und jetzt, wie gesagt, muss ich es bearbeiten, dann geht es in die Testleser, ins Korrektorat und so weiter. Der Abschied aus Edinburgh fällt mir tatsächlich besonders schwer, jetzt, weil es nicht nur ein Abschied von Edinburgh ist, es ist für mich jetzt auch, zumindest für die nächsten 6 Monate, ein Abschied von der Fantasy. Ja, zum ersten Mal seit in meinem Leben, beziehungsweise zum ersten Mal, seit ich mit 17 Jahren angefangen habe, meinen ersten Roman zu schreiben, werde ich mich einem Projekt widmen, das absolut nichts mit Übernatürlichem, Übersinnlichem oder dem Fantastischen im weitesten Sinne zu tun hat. Und eigentlich setze ich da noch ein anderes fantasyfreies Projekt dahinter, vermutlich. Aber erst wird mich noch wirklich dieses große Projekt bis Ende des Jahres beschäftigen. Ich werde euch, denke ich, in den nächsten Monaten auch ein bisschen was darüber erzählen. Aber ja, für mich ist es schon was ganz Besonderes, auf einmal keine Fantasy mehr schreiben zu können, zu dürfen, zu wollen, wie auch immer. Ich will das andere Buch ja auch schreiben, so ist es ja nicht, das will mich ja keiner. Aber es ist eine sehr große Umstellung, die dann auf mich wartet. So, jetzt hatte der Akku den Geist aufgegeben und ich wurde leider mit einem Satz unterbrochen. Aber im Wesentlichen war ich ja auch durch, damit euch mein Leid zu klagen. Beziehungsweise meine Freude mit euch zu teilen, wie man es nimmt. Es ist halt ein wirklich sehr lachendes und weinendes Auge, mit dem ich gerade auf Edinburgh zurückschaue. Bevor ich das Video jetzt beende, möchte ich euch aber noch ganz kurz was zeigen. Und zwar wisst ihr, dass die Frankfurter Buchmesse auch schon kommt oder schon bald da ist. Und einige von euch haben vielleicht auch mitgekriegt, dass ich fleißig gebastelt habe. Das ist auch wieder ein Zeichen dafür, wie sehr mich Edinburgh fasziniert und wie schön ich diese Cover finde, weil ich sonst mich nicht wirklich inspiriert fühle, irgendetwas zu basteln. Aber diese Cover sind so schön, dass ich einfach nicht widerstehen konnte. Ich zeige es euch mal kurz. Ja. Als erstes gibt es diese wirklich wunderschönen Anhänger, von denen ich selbst total begeistert bin und auch sehr froh, dass das überhaupt geklappt hat. Ich kann den leider jetzt nicht so gut zeigen, weil die Kamera keinen Autofokus hat. Aber ich denke, ihr seht das auch so, das ist also wirklich ein sehr, sehr schöner Anhänger mit einem Phönix drauf. Diese Anhänger sind nicht für die Buchmesse bestimmt, weil ich einfach nicht in der Menge die herstellen kann oder auch nicht leisten kann, sie in der Menge herzustellen, weil die ja doch relativ teuer sind. Aber es werden einige von diesen Schmuckstücken in den nächsten Wochen verlost werden oder in den nächsten Monaten eventuell auch noch. Und ich selbst werde einen davon, also diesen hier, werde ich dann auf der Frankfurter Buchmesse tragen. Ich muss nur noch überlegen, welches Outfit dann tatsächlich dazu passt, damit der Phönix auch wirklich schön zur Geltung kommt. So, danach habe ich noch was gebastelt, beziehungsweise ist jetzt weniger gebastelt als beklebt. Und zwar sind das diese sehr, sehr hübschen Schokotafelchen. Tafelchen, die jetzt auch nicht für die Buchmesse gedacht sind, sondern auch noch vorher verlost werden. Und zwar habe ich hier einmal, ich finde das auch farblich so schön, habe ich hier einmal eine Bourbon Vanille Schokolade mit dem Cover von der Pfad der Träume. Dann habe ich hier eine 70%ige Schokolade für den Phönix. Und dann habe ich hier noch eine 85 ist die hier, für Der Klang der Magie. Wobei, dafür habe ich jetzt auch noch eine bessere gefunden, die tatsächlich in Blau eingewickelt ist. Ich glaube, das ist dann die Vollmilchschokolade, sodass es auch farblich auch wirklich sehr schön aufeinander abgestimmt ist. Und dann kommt das Letzte dran, was dann auch tatsächlich für die Buchmesse ist. Und zwar sind das Streichholzschachteln. Ich weiß nicht, ob einer von euch Streichhölzer benutzt, aber ich wollte es jetzt mal einfach ausprobieren, weil ich die Idee einfach so witzig finde. Und das Tolle ist, man kann die Schachtel ja auch behalten, wenn die Streichhölzer auch mal alle sein sollten. Also hier hinten auf der Rückseite sieht man das Logo von meiner Homepage.
was ich mir gestaltet habe, ne? Also das Buch mit den einzelnen Elementen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber das sind alles Elemente von meinen Covern. Das ist das Pärchen von Seelenband, das ist der Pegasus von der Pfad der Träume, das ist der Phönix von der Klang der Magie. Und da ganz oben, das könnt ihr jetzt auf dem Video schlecht erkennen, aber da ganz oben, da sind die Engelflügel von dem Cupido. Und die steigen alle aus dem Buch auf. Ich fand das eigentlich sehr witzig, was ich mir da ausgedacht habe. Und dann steht auch nochmal Elvira Zeisler, Bücher sind reine Magie. Also das ist quasi mein allgemeiner, ja, so eine allgemeine Rückseite. Und auf der Vorderseite des Kästchens ist dann das Cover von der Klang der Magie zu sehen, was ich einfach so wunderschön finde, dass ich es am liebsten überall dran kleben würde oder draufkleben würde. Und diese Streichholzschachteln gibt es dann tatsächlich ausschließlich auf der Frankfurter Buchmesse für diejenigen, die zu einem der Meet and Greets kommen, die ich anbieten werde. Ja, das war's auch schon von mir und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss!